so. Kann ja mal die Eier ritzen. Obwohl, nee, die können wir verkaufen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Kannst du dich jetzt eigentlich schon als selbstständig registrieren? Angler. Können wir schon machen. Gut, dann hat der nämlich einen Beruf. Sie schweben. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Gut. Können wir noch ein bisschen beschleunigen. Und weil sie so bequeme Betten haben, bekommen sie auf jeden Fall keine negative Stimmung, weil sie angeblich schlecht geschlafen haben oder so. So. Monsieur ist wach. Dann kannst du gleich mal dein Bett machen. Etwas frühstücken. Organische Mahlzeit. So, du isst ein Müsli. Dann gehst du auf die Toilette. Gehst schnell duschen, Zähne putzen. Und dann kannst du dich eigentlich als selbstständig registrieren. Angler. Melena, was machst du? Langsam mal aufstehen. Melena. Ist ausgeruht. Wildpferd sehen. Das kann sich bestimmt einrichten lassen. So, Bett machen. Dann... altes Ferkel, du kannst es wenigstens aufräumen. Ups! Was war das denn? Oh, immer diese Schränke und so. Ich würde ja meine Kleidung am liebsten auf dem Boden liegen lassen. Ja. Wir haben hier leider auch keine... Ja, wir müssen mit... Ah! Das sind Käfer. Okay, ich dachte, das wären vielleicht Samen. Aber habe ich jetzt noch keine gesehen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Noch gar nichts. Nicht mal so ein bisschen. Hallo, Zug. Warum gibt's hier nichts? Warum liegt hier nirgendwo was? Wenn man es mal braucht, ne? Wasser. Ja, dann halt, ne, und so. Melena, geh mal die Käferchen fangen. Er rennt auch los. Faszinierend, oder, wie sich das Fahrrad zu ihm beamt, anstatt dass er es mitnimmt. Melena Sonnenglanz hat ihr erstes Insekt gefangen. Es war nicht leicht, den glitschigen Käfer zu fassen zu bekommen. Doch der Triumph dieses ersten Fangs ist ein erinnerungswürdiger Augenblick. Einen hellen Käfer gefangen, okay. Dann machen wir jetzt nur noch ein, zwei Sachen. Ups. Wissenschaftliches Labor. Insekten der Wissenschaft spenden. Und einkaufen gehen. Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel einkaufen. Und danach kommst du wieder nach Hause. Was machst du? Kleidung aufheben. Ja, du wirst Angler. Jetzt hätte ich vielleicht mal lesen sollen, was da steht. Günther von Hüftgold hat sich soeben selbstständig gemacht. Er wird immer an den Moment erinnern, als er sein eigener Chef wurde. Anglerkarriere eingeschlagen. Er wird sich immer an den Tag erinnern. Es ist Zeit, dass du alles über den richtigen Köder und die besten Angelplätze lernst. Deine Taktik ist simpel. Viele große Fische fangen und in die Stadt verkaufen. In der Stadt verkaufen. Je mehr Geld du verdienst, umso besser wird dein Ruf. Und in Windeseile wird dein Geschäft florieren. Ja, kann er ja dann machen. Das machst du mal noch nicht. Rechnung bezahlen. Nach Shang Sim La China besuchen? Nein. Angeln gehen? Ja.
Waschbär beobachten. Haben wir jetzt gerade nicht hier. Lassen. Moment. Reinigen. So, aber ich würde sagen, ich höre jetzt erstmal auf mit Aufnehmen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Overi. Aloha und weiter im Text mit Sims 3. Ich habe das mit der Maus korrigiert. Hier, ja. Und möchte jetzt ein bisschen mit meinen Sims interagieren. Wir haben Melina einkaufen geschickt. Wir pflanzen uns einen Käsebaum. Ja. Wäre doch eine gute Idee. Oder nicht? Ja, aber das belassen wir erstmal dabei. Melina Sonnenglanz ist zum Einkaufen in den Supermarkt gegangen. Einen Nachmittag lang frisches Fleisch zu quetschen und an frischem Obst und Gemüse zu schnuppern, ist in der Tat erinnerungswürdig. Ja, so geht's mir jedes Mal. Ne? Wenn ich einkaufen gehe oder so, dann finde ich das ja auch immer top. So, wir wollen aber ein bisschen was für unseren Garten hier tun. Indem wir hier etwas anpflanzen. So. Sieht doch ganz hübsch aus. Gut, Jungchen, du liest ein bisschen in der Zeitung. Junge Schauspielerin erhält großartigen Preis. Nachdem die Theaterschülerin Jessie Brandt gestern in Romeo und Julia auf der Bühne gestanden hatte und sich gerade abschminken wollte, bekam sie überraschend Besuch von ihrem Lehrer, der ihr den nationalen Preis für Jungschauspieler verlieh. Der Preis beinhaltet ein Stipendium und einen Sparbrief. Darina gewinnt Slacks Classics. In einer fantastischen Aufholjagd hat Darina alle Konkurrenten hinter sich gelassen und neben dem Wettbewerb Slack Classics ein ansehnliches Preisgeld gewonnen. Es war, als wären wir ein und dasselbe Wesen, ein einzig eigenartiges Wesen mit vier Hufen, zwei Händen und zwei Füßen, sagte Lisa nach dem Turnier. Star der Tiershow, das örtliche Tieradoptionszentrum, hat in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für wundersame Wildtiere einen großartigen Tierwettbewerb im Stadion ausgeschrieben. Tierbesitzer sollten vorbeikommen und ihren Lieblingshund oder ihre Lieblingskatze dafür anmelden, um sich ihre Chance auf den Hauptgewinn zu sichern. Freitag von 9 Uhr bis 20 Uhr in Crestview Schule und Stadion. Showdown für Hundetricks. Die Mitglieder des Lokalvereins Ein Herz für Hunde können von Hunden einfach nicht genug kriegen. In einer Bekanntmachung, das hat der Verein darüber informiert, dass jeder Hundehalter seinen Lieblingen im örtlichen Hundepark Tricks vorführen lassen kann. Teilnehmer, die genügend Tricks vorführen, erhalten einen Preis. Donnerstag von 13 bis 21 Uhr im Piazza del Cane. Schmieren ein Pausenbrot und spitze die Stifte an. Es wird Zeit für den Erfindenunterricht. Okay. Der Erfindenunterricht scheint jetzt gerade preiswert zu sein. Danach sollte er nämlich schauen. Aber wir gehen angeln. Wer ist das denn? Hallo? Jackie Miller, okay. Was machst du? Du willst einen Tomatenstrauch ins Ausland reisen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das ist nicht in Ordnung. Oh. Wer möchte denn da was von Melena? Ja? Sir Minzinukta. Wah, 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 wah. Was? Gorgozova. Was war das denn? Das war ja äußerst seltsam. Wir beschäftigen Melena mal damit, dass sie einfach mal ein bisschen kochen lernt. Und während Günther hier angelt, schaue ich mich mal um, denn ich suche nach etwas, was ich für diese Familie noch vorgesehen habe. Dafür muss ich mal ein bisschen hier auf den Rasenflächen umhersuchen. Und ich hoffe, dass ich es finde. Die Fische scheinen ja einfach nicht anbeißen zu wollen. Vielleicht solltest du es mit einem höheren Fähigkeitenlevel oder einem Köder versuchen. Ah ja. Passt schon. Hier sind
ein paar kleine Knochen, ne? Aber nach denen suche ich nicht. Ich suche nach etwas anderem. Ah, bei der Gelegenheit können wir uns ja hier auch die Umgebung ein bisschen anschauen. Ich vermute, man wird mein Mausrad hören. Glückwunsch! Günther hat für die Fähigkeit Angeln soeben Level 2 erreicht. Günther hat nun die Möglichkeit, ein paar neue Fischarten an Land zu ziehen und Köder zu verwenden. Mit Ködern kann man die verschiedensten Fischarten fangen. Experimentiere ein wenig mit den Ködern oder besorge dir in der Buchhandlung ein Köderbuch, um zu erfahren, mit welchen Ködern du welche Fische an den Haken bekommst. Manchmal werden die Köder auch verspeist. Bring also genügend mit. Okay. Das kann dann weg. Zur Kenntnis genommen. Oh, das sieht schön aus. Wohnt hier jemand? Hier wohnt niemand. Okay. Aber das ist ja hier alles Proll und Protz. Und wer ist das denn? Bleib mal stehen. Jaslyn Parrott. Okay. Die Familie Parrott erwartet also Nachwuchs. Das ist gut zu wissen. Also mir ist es egal, aber das ist gut zu wissen. Die Zeit ist im Moment sowieso noch nicht reif, um Kinder in die Welt zu setzen. Tragisch aber war. Huch, was ist das denn für ein Pferd? Marnie Martingale. Okay, es ist zumindest kein Wildpferd. Und das ist ein ziemlich cooler Pool. Hier wohnt wahrscheinlich Familie Martingale, genau. Das war mir schon klar. Was haben wir hier? Ruckler. Familie Lionheart. Okay, wenn ich hier nichts finde, dann schauen wir gleich mal wieder nach unseren Sims. Hier liegt was. Ey, mitnehmen. Kannst du da dich mal ein bisschen anders beschäftigen? Als immer nur angeln, Günther. Wer hat dir denn gesagt, dass du die ganze Zeit angeln sollst? Melena Sonnenglanz hat die Grundlagen des Gebiets Kochen begriffen. Sie wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Jo. Melena möchte Meisterköchin, Küchenprofi und Gourmet-Köchin. Ging's nicht noch ein bisschen größer? Und Gourmet-Köchin werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie viele Stunden am Herd schwitzen und ihre Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, der wird niemals einsam sein. Okay. Halten wir mal so fest. Oder Melina wird niemals einsam sein. Hier haben wir, oh, den örtlichen Friedhof und einen Tierfriedhof haben wir hier auch. Dazzler. Oh, wie süß. Da wurde Hundefutter daneben gestellt. Hundegrabstein. Und das ist ein Katzengrabstein? Nee, ein Pferdegrabstein. Ja, das Hufeisen hätte darauf hindeuten können. Ja. Aber keine Sorge, ein Tier werden wir uns auch noch anschaffen. Ist das irgendwas? Und hier ist auch noch ein Grab. Gelbfuß-Wuschelkopf. Ist aber ein komischer Name. Ein Meteorstein. Das ist ja schön. Aber wir gehen erstmal. Hier ist das Hospital. Verstehe. Fische verkaufen? Und das kann doch nicht sein, dass wir das nicht finden. Aber wir haben hier doch auch einen Park, ne? Im Park hat man doch manchmal mehr Glück mit sowas. Vielleicht nicht unbedingt in einem Tierpark. Ein Katzenpark ist da vielleicht. Oh, ein Pferd. Bleib mal stehen. Shadow Hubble. Okay. Wo ist meine Freundin Shadow? Wo ist meine Freundin Shadow? Wo ist meine Freundin Shadow? Wo kann Shadow sein? Shadow! Kennt ihr das? Ich hoffe, weil sonst mache ich mich gerade zum Seppel, aber mache ich ja gerne mal. Parrot-Haushalt. Ach, hier wohnt die Familie Parrot. Das ist ja ordentlich. Können wir durchs Fenster gucken? Können wir.
So sieht also eine weltliche Küche aus. So. Hier haben wir das Zwischenlager. Haben wir auch einen normalen Park neben? Macht aber nichts. Wir finden das, was wir haben wollen, schon. Historisches Wahrzeichen, Galgenbaum. Ach, das war ein Galgenbaum, gut zu wissen.